Hallo, wir sind wieder auf Skitour, heute 15. März 2020. Ja, wir starten hier gerade ein bisschen oberhalb von St. Antonien. Ja, es hat gestern ein bisschen Pulverschnee gegeben und ja, jetzt wollen wir Richtung aufs Matrieserhorn. So, wir sind das Tal entlang gegangen und müssen hier noch weiter bis hinter der Felsriege geht es dann hoch. Und da kommen wir her und hier geht es weiter. Schönes Wetter. Schöner Schnee, die Berge sind schön. Ja, da denkt man mal lieber an nichts anderes. Ups! So, und hier sind wir gekommen. Thailand, hier sind doch ein paar Lawinenabgänge. Und da müssen wir auch über einen drüber. Und dann geht's da hoch, wo die zwei da oben sind. Ja. So. Da geht's hoch, da sieht man auch schon den Gipfel. Und da war eine schlechte Stelle. Ich bin jetzt schon drüber gekommen mit Ski, aber er muss tragen. Und ja, war ein bisschen unangenehm, aber war nur kurz. Ja. Sehr schön hier. Na, haben wir noch ein Stückchen vor uns. Freut mich. Bin lieber in den Bergen. Sehr viel mehr Ruhe. Mehr Kraft. Energie. Schön. Da hinten sieht man die Sulzflug. Da kann man rechts in der Rinne hoch, will ich auch mal machen. Und links war ich schon drauf von der Lindauer Hütte auf dem großen Drusenturm. Da habe ich auch ein Video gemacht. Ja, auf jeden Fall ist es schön. Hier in Graubünden und sind von St. Antonien los, habe ich glaube ich schon gesagt, ich glaube auf 1500 Meter sind wir gestartet. Das hat auch 2000, was waren denn das, 800, ja, und Matrieserhorn. So, jetzt sind wir gleich am Gipfel.
noch ein paar Spitzkern. Also hier ging es schon ein bisschen steiler hoch in Spitzkern. Aber war alles ganz gut, ging ohne Harscheisen. Oh. Ja, und jetzt die letzten Höhenmeter. Vielleicht komme ich ja noch rüber. Bestimmt. So, da ist der Gipfel. Hier ist das Skidepot. Und jetzt gehe ich die letzten Meter hoch. Schöne Abfahrt. Ciao. Hier geht's hoch. Breite Spur. Also Steigessen brauchen wir nicht. Fahren wir nicht mit. Ja. Andere nicht wäre. Nur Natur, Berge. Ja, das wäre toll. Hier geht's lang. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Nicht so gut mit meiner Hand. Okay. Gut. Mit Gipfelkreuz. Ja. Schön. Ja, und da geht die Abfahrt wieder runter. Toller Ausblick auf die ganzen Berge. Kriegst du das Handy unten wieder? Ich glaube, bis zur Schesserplana kann man schauen. Traumhafte Abfahrt. Schöne Spuren. Macht echt Spaß. So, wir sind am Ende der Tour angekommen. Eventuell können wir da noch ein bisschen zum bisschen Parkplatz fahren. Ja. Ja, war sehr schön, die Tour. Yeah.